ich sehe erstmal den Olli. Hier ist der Olli. Und der lässt jetzt die Drohne steigen. Ui. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn, du. Ja, ja, du bist begeistert von der Drohne. Und wie gefallen dir die Schiffe? Ja, ganz toll. Da fliegt die Drohne wieder. Auge im Auge. Auge, wieder. Im Auge. Wir sehen dich. So, also das ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Theoretisch stehen wir hier an einem traumhaften Platz. In der Praxis ist es arschkalt. Norddeutsch frisch. Seife Friese. Friesisch habt ihr jetzt, dass so mancher sagen, ja. Ihr habt jetzt den Platz ausgesucht, ohne Sonne. Ja. Sven und Leimer sind noch von Fehmarn gekommen und statt dass sie die Sonne mitbringen, haben sie nur Hunger mitgebracht. Ja? Ja. So müssen wir halt jetzt dann bei trüben und kaltem Wetter grillen. Ja? Ja, genau. Ja, so wie echte Camper, oder? Oh ja, eigentlich die Jossi und ich nicht. Ich komme im Club, Elle. Ja. Sein muss, das muss sein. Jo. So, an unserer kleinen Wagenburg. Dann im Teil. Die. Rossi. Der. Die Manu. Der Sven. Und die Leimer. Und. Der Helle. Die Helle 2. Die Bärbel. Genau. Der Helmut. Und Otti. Und hier ist noch der Dame. Warte mal, die haben sich schon verzwirbelt. Und. Und. Wo ist er? Hier. Und der David. Super, jetzt kommen zwei große Containerschiffe, gell, Leimer? Wir freuen uns. Ja, das Leben könnte so schön sein, wenn der Olli endlich mit griffelig war, den, ja? Halt, ne? Ja. Also bei dem Schiedwetter ist es nun mal so. Alles war auf Containerschiffe und aufs Essen, ja? Und die Containerschiffe sind jetzt da, aber das Essen nicht fertig. Nee, wir warten. Gut, Ding soll Weile haben, oder wie heißt das? Ja, und die Ursi macht ja schon Druck. Was geht's? Die Chefin guckt immer, ne? Es geht darum, dass wir dich gerade wieder durchschaut haben. In dein Element haben wir dich gefunden. Ich will jetzt deine Würste. Ich will deine Würste. So. Alle waren drauf, die schönen Schiffe zu zeigen. Also wenn wir schon da stehen, ne? Ja, klar. Dann müssen wir das auch festhalten, ja. Finde ich. Auf drei Kanälen gibt es das jetzt zu sehen. Von verschiedenen Seiten, ne? Also jawohl. Und mit unterschiedlichen Kommentaren. Ja. Außer bei uns, Leimer. Ja. Ach, es wird schön. Ich finde das mit der Zeitraffer so schön. Aha. Oh, hat er viele Container drauf. Ja, ich habe immer nur kleine. Mhm. Bianca Rambov. Das hört sich nach. Rambov ist doch russisch, ne? Die Kommentare dazu. Na, das ist ja wohl Déjà-vu. Habe ich ja voll schon gesehen. Das
Sommerwetter macht es richtig Spaß. Mhm. Und wer kommt denn da hier sagen? Ich darf dir doch gar nicht sehen. Was soll das? Und dann wieder zu mir hochkommen. Also, jetzt gibt mir was. Jetzt gibt mir was, heißt das. Ja, das ist, aber oh, das geht nicht, weißt du? Zum Wohl. Zum Camping gehört, ne? Mhm. Alkohol. Typisch, ja. Dafür haben wir gestern nichts getrunken. Ja. Ja. Ne, du musst halt wahrscheinlich warten, bis. Heute trinken wir gestern Manu auch nichts. Manu kommt schon. Nicht mehr. Mhm. Ja. Enthaltsam. Prost, Ursi. Prost, Manu. Acquaintance be forgot and never brought to mind. Should all acquaintance be forgot and all lang syne? For all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take a cup of kindness yet. For auld lang syne. For auld lang syne, my dear. So, wir haben eine schöne Nacht verbracht am Nordostseekanal und es ist ja auch ein wunderschönes Plätzchen, was wir da gefunden haben. Es war ganz ruhig, also ich habe wirklich wunderbar geschlafen. Ich auch, ja. Mhm. Wir stehen sogar ziemlich eben, obwohl das alles sehr schräg ausschaut. Mhm. Und nachts sind natürlich die Schiffe vorbei und das ist nicht zu unterschätzen. Und es kommen auch ganz schöne Böte da an, muss man schon sagen. Aha. Also diese Hochseeböte natürlich nicht, ja, denn die passen da ja gar nicht rein, das geht nur bis zu einer gewissen Größe. Und es ist so, dass hier Lotsen sind, also Kanallotsen. Ich habe das mal nachrecherchiert. Über uns kreist eine Drohne. Ja. Ich habe das mal nachrecherchiert. Also es gibt hier drei Klassen von Schiffen, die durchfahren. Die Klasse 1 sind die Segelboote, die privaten. Die fahren generell ohne Lotse. Dann die Schiffe mit der Kategorie 2 und 3, die brauchen theoretisch einen Lotsen, aber man kann als Kapitän eine Zusatzqualifikation ablegen und mit der darf man dann ohne Lotse durch den Kanal fahren. Mhm, die okay. Durchfahrt dauert ungefähr 8 Stunden und der Kanal ist ca. 100 Kilometer lang. Oh, ganz schön, ja. Ja. So, und es sind jetzt kleinere Schiffe, die da kommen. Aber die machen einen ganz schönen Lärm und die stinkt vor allen Dingen ganz schön. Ja, ja, also bei manchen Schiffen, da riecht es anschließend ganz unangenehm. Ja. Also ich habe schon gedacht, ich stehe in Stuttgart. Wo ist da der Knotenpunkt in Stuttgart? Oh, wie heißt der jetzt? Ja, ah, ja, das kennt ihr ja alle. Der berühmte Platz in Stuttgart. Ja, genau. Fällt mir jetzt auch nicht ein. Ja. Aber also so stinkt es da teilweise und die sind auch ganz schön laut. Also man merkt es schon. So. Jetzt wollte ich noch was Geschichtliches dazu sagen. Okay. Hat nämlich auch mit Fehmarn zu tun. Oh, mit Fehmarn? Ja. Es gab ja den deutsch-dänischen Krieg, also die Straße oder zwischen Nord- und Ostsee eine Verbindung zu schaffen, das ist schon sehr alt. Mhm. Und die Dänen haben das wohl mal perfektioniert. Und als dann dieser deutsch-dänische Krieg war,
innerhalb dieser oder zu Beginn diesen die Insel Fehmarn deutsch wurde, weil die Preußen nämlich Fehmarn besetzt haben, wobei es da auch zu einigen Toten gekommen ist, also nicht vielen, zweien glaube ich nur. Und dann hat Fehmarn zu Deutschland gehört und es war alles preußisch. Und der Bismarck hat dann gesagt, wir brauchen eine Verbindung zwischen Ost- und Nordsee, die unbeeinflusst von den Dänen die Kriegsschiffe durchlässt. Und dann hat man den Nordostseekanal geplant. Der Bismarck war Verfechter des Nordostseekanals und er hatte aber viele Gegenstimmen. Aber ihm ist dann gelungen, den Kaiser Wilhelm I. davon zu überzeugen, dass der gebaut wird. Und er ist dann auch gebaut worden. Der Wilhelm hat es nicht mehr erlebt, aber sein Sohn, der Wilhelm II., bekannt aus vielen diversen Erzählungen von uns, wir verlinken da mal hoch, er hat nämlich auch mit Wilhelmshaven zu tun. Ja? Und der Kaiser Wilhelm II. Hat ihn dann eröffnen lassen. Du hast jetzt schon wieder Angst, dass ich hier die Puschel vor die Nase halte. Ja. So, war das jetzt alles, was wichtig war? Ich gehe davon aus, ja. Also ja. Wenn dir nichts mehr einfällt, war es bestimmt alles. Ja. Also ich denk so war das. Also ich glaube, ich habe alles Wesentliche erzählt dazu. Ja, viel mehr gibt es jetzt wunderschön hier. Ja, auch, ja. Man kann sehr frei stehen, wir sagen aber nicht wo. Nein, aber es ist halt ein bisschen frisch, es geht natürlich ein ganz schöner Wind. Aber es gibt auch Tage, wo es hier warm ist. Soll es geben, ja. Ja, also wir verabschieden uns jetzt. Ja, wir fahren jetzt nämlich weiter. Nach St. Peter-Ording. Muss doch jetzt sagen. Ich habe das nicht gesagt. Nein. Laut gedacht. Ja, also, das schneiden wir raus. Wir sagen jetzt nochmal, wir verabschieden. Wir verabschieden uns. Jawohl, wir fahren jetzt weiter und wir hoffen, euch hat es jetzt alles gefallen. Ja, das war der Nordostseekanal. Ja, so ganz kurz. Wir waren ja leider nur kurz hier. Ja, aber wir kommen wieder, das ist ganz sicher. Bestimmt, ja. Also, und es macht wirklich Spaß hier. Es macht Spaß mit den großen Schiffen. Ist interessant. Also, macht's gut. Also. Tschüss, wir sehen uns. Bis tschüss dann. Zusammen, tschüss. Ja. Tschüss. Na, ja. Nimmst du auf? Ja. Im Fernsehen? Ja.